Willkommen beim iWorkplace. Ich zeige Ihnen, wie Sie Programme automatisch starten lassen können. Mein Name ist Pirmin Lehnherr. Gewisse Programme möchte man im Hintergrund mit dem System automatisch starten lassen, sodass sie immer sofort zur Verfügung stehen. Ein Programm, das ich gerne im Hintergrund mitstarten lasse, ist zum Beispiel GreenShot. Ich gehe hier auf das Windows-Zeichen, gehe zu allen Programmen. Hier unter Geräte befindet sich GreenShot. Dieses Programm möchte ich nachher dauerhaft dazufügen. So geht's. Öffnen Sie zuerst jenen Ordner, in welchen Sie den gewünschten Programmlink hineinkopieren möchten oder eben dann müssen. Dieser Ordner ist ein bisschen versteckt. So öffnen Sie ihn. Drücken Sie die Windows-Taste gleichzeitig mit der Taste R. In diesem Fenster hier tippen Sie Folgendes ein. Shell auf Englisch, S-H-E-L-L, Doppelpunkt und Startup. Startup. Okay. Jetzt öffnet sich ein Fenster von Windows Explorer und hier sieht man, es ist bereits ein Programm hier drin, das immer automatisch mit dem System startet. Das lasse ich hier so stehen, gehe wiederum zum Windows-Symbol, zu Geräte und packe nun dieses Programm GreenShot und ziehe es hier rüber bis zum Windows Explorer, hier, und lasse das nun los. Es wird ein Link erstellt, das sieht man an diesem kleinen Pfeil hier. Und ab sofort und ab heute startet dieses Programm automatisch im Hintergrund mit. Wenn Sie das löschen möchten, können Sie einfach hier drauf gehen, löschen oder Rechtsklick und löschen. Keine Bange, Sie löschen nicht das Programm, sondern nur den Link. Ich lasse es nun aber so, denn ich brauche das Programm wirklich. Das Programm hat sich nun eingenistet hier unten rechts. Man sieht das hier. Hier kann man auch weitere Einstellungen machen und was das Programm überhaupt macht, das zeige ich im Film 2.3. Das war's.